Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Train Driver 2. Irgendjemand von euch wird mich da beobachten. Wir machen mal wieder eine kleine Runde als Fahrdienstleiter und wir sind heute in Travinitzky. Das habe ich schon mal gemacht, aber halt noch nicht auf YouTube. Und ja, das ist unser kleines Häuschen hier. Da wird man eigentlich sehen, was gerade so abgeht. Bahnübergangsteuerung. Sind hier die Kamera vom Bahnübergang. Alles offen, alles super. Werbung? Also, keine Ahnung, was hier steht, aber wird schon irgendwas Wichtiges sein. Da hinten ist unsere Station, zu der gehen wir auch gleich mal hin. Und hier ebenfalls die zweite Bahnübergangssteuerung für da hinten. Da ist eh alles unten. Und wir haben wieder die Leute, die voll am Abtanzen sind. Okay, wir haben... Oh, Kalender. Schön. Mit der würde ich auch mal fahren. 2019. Wir haben ja mehrere Ansichten, wo wir schnell hingehen können. Also das wäre mal eine hier drin. Die nächste ist hier. Und SWDR ist natürlich mit an. Können wir uns hier ein bisschen umsehen. Und die nächste ist erstmal in der... Da hier bei der Brücke. Keine Ahnung, wo wir jetzt hier so draußen sind. Was aber noch? Hier die zwei Brücken. Können wir auch mal hingehen. Und uns die Züge hier mal anschauen. Spannend. Auf der anderen Seite ganz viel nix. Jetzt auch noch mal ein Bahnübergang, den wir uns hier anschauen können. Und ein kleiner Haltepunkt. Das ist Woletska Kanska. So, wieder retour. Und dann haben wir hier noch einen. Ist das das gleiche? Nö, ist ein anderer Haltepunkt. Alles klar. Aber das könnten wir uns halt hier angucken. Wir gehen mal wieder zurück in unser Häuschen hier. Beziehungsweise am liebsten hier gerade mal nach draußen. Und gehen mal Richtung Bahnhof. Da haben wir auch Gleise, die nicht elektrifiziert sind. Auf die müssen wir achten. Und auf dem Gleis hier, wenn ich jetzt nicht falsch bin, hat es auch einen Spawnpoint. Für den Elektrotriebwagen. Da hinten geht es auch irgendwo hin. Können wir uns dann später nochmal anschauen. Ist das eine alte Industrie oder so? Gehen gerade zwei Gleise darunter. Ah ne, da unten hört es gerade wieder auf. Oh, Coca-Cola bringt mir was zu trinken. Nice. Da auch totes Gleis. Da könnte man sagen, ja, da hat es halt einen kleinen Verlad hier. Kann man was aufladen, wenn man möchte. Ja, und das ist der Bahnhof an sich. Hier der große Perron. Und da links hat es nochmal einen kleinen, beziehungsweise der ist hier in zwei geteilt für den Übergang. Hier gibt es keine Unterführung, hier geht man über die Gleise drüber. Schön safe. Läuft. Aber ist nett. Ja, sogar ein paar Blümchen hier. Schön. Postbus steht da. Ja, ganz gemütlich. Auf der anderen Seite haben wir so eine kleine Abstellung. Einerseits hier drin und auch da haben wir keinen Saft und man kann hier reinfahren. Hier geht es zu einer Industrie da hinten irgendwo hin und hier noch ein bisschen Abstellung. Boah, viermal aber hier rein. Ich glaube auch nicht, dass da irgendwas drin steht. Nö. Hier auch nicht. Okay. Wie schaut das Ganze im... Stellbild an. Ich blende das mal ganz kurz ein. Sieht so aus. Ich hoffe, die Maus sieht man. Ich muss das mal kurz auf dem Monitor machen. Ja, die Maus sieht man. Hier unten. Ne, Moment. Hier oben. Da. Da ist quasi der zweite Perron hier. Hier ist ein Spawn. Das waren die Gleise, was wir jetzt gerade gesehen haben. Da ist der Hauptperron. Und da die Abstellungen. Und hier hinten geht's. Ich glaube, das ist das Gleis hier. Jetzt zu dieser Industrie da hinten. Das schauen wir uns dann gleich mal an. Und das Gleis hier hat nix Saft. Da oben auch nix Saft. Wir könnten eigentlich... Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wir könnten das mal hier so hinmachen. Dass wir hier keinen Strom haben. Und gerade so zum Abgleich. Wir suchen jetzt mal TM 26. Wo ist TM 26?
Da ist die M25. Die M24. 25. Was haben wir hier? Du bist TM23. Schauen wir hier nochmal kurz rein. TM23. Wo ist TM23? 24? 22? Bin ich jetzt so? Wo ist TM23? Ach, da. 23. Und dann können wir auch hier nochmal kurz so ein Schildchen machen. Damit hier, also einfach hier nichts reinfällt. Das sind so quasi die Gleise, mit denen wir hier spielen können. Okay. Wo ist einmal das Industriegleis? Das war das hier. Da gehen wir jetzt mal kurz entlang. Eben, solange kein Zug kommt, können wir ja so Späße hier machen. Ich meinte, ich bin da mit so einer SM42 da hinten schon reingefahren. Ich glaube, das ist eine recht große Kurve hier. Da ist die Überquerung mit der Straße. Ja, doch, ich erinnere mich. Da bin ich schon mal entlang. Nicht beschrankt. Muss man aufpassen hier. Geht doch noch ein ganzes Stück nach da hinten. Jetzt merke ich mal wieder was, dass ich hier sage, ich möchte nach hinten rein. Damit der Fahrdienstleiter mal was zu tun hat, was nicht so oft vorkommt. Ja, da ist es ja. Da ist auch das Tor. Ah, nochmal ein kleiner Übergang. Oder was man halt als Übergang so bezeichnen kann. Das sieht eher nach einer Schotterpiste aus. Ja, aber immerhin. Traktor steht da. So, hier nochmal Stumpfgneis. Vielleicht zum Rangieren oder sowas. Da stehen sogar ein paar Leute. Und dann geht's hier los. Man konnte doch irgendwie das Tor aufmachen, oder? Ah ja. So, alles mit Handweichen. Hier hat so einen kleinen Schuppen. Da, keine Ahnung, ist vermutlich Diesel-Rangierlok oder sowas normalerweise drin. Hier links ging's vermutlich mal weiter. Jetzt nicht mehr. Und hier passiert die ganze Action. Also da links die Beladung von, keine Ahnung, Mehl oder irgendwas anderes, was man durchs Rohr pumpen kann. Und hier hinten geht das Ganze dann wieder zusammen. Also wer hier ein bisschen spielen will, der hat hier, hier sind die ganzen Silos. Ja, vermutlich Mais, Getreide, irgendwie sowas. Oder Chemikalien. Keine Ahnung, kenne mich da in der Umgebung nicht aus. So, wir gehen jetzt mal wieder zurück zu unserem Bahnhof. Wo sind wir jetzt hier? Ah, da. Ich würde mich gern irgendwo auf den Perron hinstellen, damit wir hier die Züge auch sehen. Ganz schön viel Rumgelatsche hier. Ich denke mal, wir stellen uns dahin, wo er hier da am Upraven ist. Moin, Kollege. Na, alles klar. Ach, das ist so ein Typ, der macht hier Fotos, oder? Glaube ich zumindest. Oh, das ist Geschwindigkeitsmessung? Und hier, Geschwindigkeitsmessung, hä? Aber dann darfst du das nicht so offensichtlich machen. Du musst dich irgendwie hinstellen oder so wegstellen, dass man das nicht so schnell sieht. Nein, nein, nein. Da hinten, ah, Fettindustrie. Gut, stellen wir uns weiter vorne hin. Müssen da jetzt nicht direkt neben dem Blitzer hier stehen. Theoretisch könnte man es auch auf die Plattform da hinstellen. Oder auf den Perron. Ich schau mal, wie es ist, wenn wir hier auf dem Perron da stehen. Ah, ja, da hat jeder einen Unfall baut oder bei S1. So, Entschuldigung. Ich würde sagen,
Irgendwie so. Ja, das ist doch eigentlich eine ganz gute Ansicht. Sehen wir, was hier so passiert. Und jetzt bräuchte man eigentlich nur noch einen Zug in SWDR. Aber in SWDR ist halt noch gar nichts los. Und wenn dann was los ist, dann würde ich sagen, schneide ich wieder rein. Weil sonst das Warten wieder ein bisschen langweilig. Also, bis gleich. Update, ich habe tatsächlich jetzt mal einen Zug gekriegt, aber erst um 13.37 Uhr. Dauert noch ein bisschen, es ist 13.15 jetzt bei mir. Und der hat auch schon Verspätung. Ich habe noch einen zweiten Zug drin gehabt, aber der ist wieder verschwunden. Scheint nicht allzu viel los zu sein. Von Stellwerke sind ein paar offen, aber von den Fahrern her ist nicht sehr viel los. Habe ich auch keiner dabei, den ich jetzt hier kenne. Mein Fahrdienstleiter springt mir auch gerade nichts rein. Ja, das sind halt vermutlich alle Simraid zocken. Kämpfen da mit der KI oder mit den Fahrdienstleitern, die es vielleicht nicht ganz so drauf haben. Es ist halt noch der Vorteil von TD2, also da haben die meisten Fahrdienstleiter schon noch ein bisschen Ahnung, da kann man dann ganz gut fahren. Simrail funktioniert noch so mäßig, dass die Newbies da den Verkehr nicht aufhalten und so. Auch tutorial-technisch muss da noch einiges kommen. Naja, werden wir dann sehen. Das ist erstmal der Zwischenstand, also wenn dann der Express kommt, gehe ich dann wieder rein. Sonst ist jetzt hier die ganze Zeit Däumchen drehen. Bis gleich. Ja, nächstes kleine Status-Update. Der Express für jetzt bald hat sich entschieden, offline zu gehen. Aus welchem Grund auch immer. Ich vermute ja, er ist mit seinem Fahrzeug nicht ganz klarkommen, weil die Verspätung immer größer worden ist. Naja, um 14.14 haben wir hier den hier. Güterzug. Schwer. Holy shit. Stare Lipovo, ja, der ist dann recht schnell bei uns. Hat einen theoretischen kurzen Halt. Wenn wir mal schauen, dass wir den schnell wieder wegbringen, dass der nicht bremsen muss. Das will ich eigentlich nicht, dass der anhält. Was hat der für Gewicht? Ja, wobei, 657 Tonnen. Das heißt, der fährt leer. Das ist nicht schwer. Und dann haben wir hier den zweiten Express. Nicht spannend. Mit fast 400 Tonnen. Die kommen kurz aufeinander, aber beides von J her. Mal schauen, 14.14, 4.30, da ist ein bisschen Zeit dazwischen. Ja, schade, dass jetzt hier nicht ein bisschen abgeht. Also ich habe jetzt extra nochmal auf 15 Uhr erweitert. Jetzt ist 13:30. Jetzt sind die zwei dazukommen. Schade. Immer dann, wenn ich eine Aufnahme machen will, dann passiert nichts. Ja, gut. Also dann sehen wir uns spätestens um 14.14 wieder. Außer es kommt vorher noch was rein. Mal sehen. Also, bis gleich. Ich habe gerade eben den Spawn aufgemacht und auf einmal ist er da aufgetaucht. Lass uns doch mal schauen, was er haben will. Level 3. Noch ein Junge. Mein Gott sei Dank, ist jetzt endlich was los. Ich dachte, jetzt muss ich mal hier aufmachen, sonst passiert nichts. Denn der zweite Zug ist auch verschwunden. Ich habe nochmal den um 14.35. Ah, Mann. Muss mal ganz kurz ins Stellbild reinschauen. Der ist jetzt da oben. Alles klar. Ja, sobald er dann seinen Zug fertig hat, werden wir ihn dann da mal in die Plattform reinlassen. Max, LJ Max 1440. Okay, der fährt über J raus. Ja, dann schauen wir mal. Usubui 110. Der fährt über J. 5, ja, sagen wir mal. 10. Max 100, 1440, das ist zu lang für ihn. So, mal hier, 11 Minuten. 14.01 Uhr, 11 Minuten pH in Zori. Ist das one, okay. Schauen wir mal, was er dazu sagt. Okay, dann lass mal ihn hier mal reinfahren.
gerade das Signal hier ummacht. You can enter the platform. Und ich sehe das auch. Und wir gehen mal nach da vorne. Ich mache Allow Spawning jetzt gerade schon mal wieder zu. Ah, oh, falsche Lichter. Manöverlichter bitte. Kriegst du das hin? Oh, scheiße, nein. Ich habe jetzt Ausfahrt über J gemacht. Das ist genau spiegelverkehrt. Der muss dann genau in die andere Richtung wieder rausfahren. Naja, gut. Kein so großes Thema. SWDR, was willst du? Nicht für mich. So, dann sage ich ihm das mal. So, TM13, glaube ich, ist das hier. Ja, TM13. You will exit via the TM13 signal. When you have departure, so. Putzia Mordka Media. Kommt jetzt erstmal nicht rein. Es war gerade noch jemand. Matcom 12 would like to connect to your station. Ne, gerade nicht. Mir reicht da eine. Was ist denn los? Alter, sucht euch ein Zimmer. Was macht er denn da hinten? Okay, hier leuchtet alles. Ah, sehr gut. Nein, das ist jetzt falsch. Nein, falsch. You just switched off the red light. At the back. Ja, ist manchmal ein bisschen tricky mit den Lichtern hier, wenn man es falsch einstellt. Naja, komm, du schaffst es. Jetzt zweimal rote Lichter. Jetzt schaut es sich selbst an. Ah.
Ja, Nummer 1. Darf ich machen Nummer 2? Komm, ich glaube an dich. Ah, oh, komm, ist auch nicht so schwer. Du kriegst es hin. Yes, finally. Gratulation. Einmal einen Daumen nach oben für ihn, er hat es geschafft. Jetzt müssen die Lichter vorne einfach noch passen. Ja, schaut doch gut aus. Wunderbar. Und hat dann auch gleich mal die Abfahrt nach Zori VR. Alles klar. Schauen wir mal. Ich sehe jetzt gerade das Pop-Up-Menü nicht, aber ich wähle jetzt hier gerade mal Zori VR aus. Die ist sogar frei. So, weichen. Ja, Tür aufmachen wäre natürlich hitverdächtig. Da ist auch noch nichts Spannendes. So, und um 9 nach vorgestanden Zorian. Das wäre jetzt. Und angenommen. Coole Sache. Ja, dann warten wir doch schön bis 1 nach. Früher lasse ich dich nicht los. Also ich könnte ja schon das Signalfeuer geben, aber die meisten Kandidaten fahren dann einfach mal los. Das müssen wir selber kontrollieren hier. Wenn es dann hier grün wird. So, stellen wir uns mal so hin. Irgendwann mal, dann schaffe ich das mal, dass ich hier Level 7 bin. Aber da brauche ich noch ein, zwei Fahrten. Wenn ich dann so Stationen habe wie die hier, wo einfach nichts los ist. Ja, dann wird es halt schwierig. Okay. Gehen wir mal der Ausfahrt. Signal hat sich geändert. Wunderbar. Ah, immer die letzte Minute. Ah, jetzt. Der achtet jetzt aber nicht auf das TM-Signal hier, oder? Das Geld für dich nicht. Thank you. Ja, immer gern. So, weg mit dir. So, tun wir ihn gerade mal abstempeln. Abfahrt jetzt. Perfekt. Sehr gut. Hat er gut gemacht. Wenn wir uns die Fahrt noch hier anschauen. Und erst um 35 habe ich dann die nächste Fahrt mit dem Express. Ja, mal schauen. Ich glaube, ich mache zwischendrin noch mein ICT auf.
Ja, gut. Liebe Leute, an der Stelle gibt es mal wieder einen kleinen Cut, bis mal wieder was los ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. Und schon bin ich wieder da. Lisco hat mir da schon einen Blog jetzt gerade gemacht. Da kommt jetzt gerade dem nächsten Zug. Und ich habe ein paar reinbekommen. Der erste, der jetzt hier kommen wird, ist da dieser 19771. Der hier mit der Doppel-EU-07. Hat einen Personenhalt. Eine Minute. Und dann um 33 kommt der Express und dann dieser TME. Ich glaube, ich werde zwischendrin nochmal hier einen Spawn aufmachen, den ECT. Den lasse ich dann Richtung KA raus. Ah, beziehungsweise Richtung JW. So, sorry. Weil nach JW will irgendwie nichts. Hier werden wir erstmal wieder zurückbauen. Damit es hier alles seine Ordnung hat. Und geben ihm da schon mal seine Einfahrt. Perfekt. 18 nach und 8 Minuten. Die Ausfahrt passt auch schon mal alles. Sehr gut. Soll ich den Spawn jetzt schon aufmachen? Ja, warum eigentlich nicht? Dann haben wir vielleicht Action. Wobei, Güterzug will ich jetzt nicht. Der würde dann Richtung KA rausfahren. Ja. Ich möchte aber nach JW. Den müssen wir ansonsten umsetzen lassen. Und das Ding ist, wenn der umsetzen muss, der spawnt ja hier auf dem Gleis da mit K3. Der kann das untere Gleis nicht nutzen. Das heißt, der müsste hier raus, auf der anderen Seite drüber und dann wieder raus und dann hinten rein. Nö, nö, das mache ich nur mit jemandem, den ich vertraue. Also ich werde dazu gezwungen vom Fahrplan. Ja, dürfte also nicht mehr lange dauern. Schauen wir mal. Was hat der da dazwischen? Und halt um 14:14. Dann kommt er zu mir. Ist das bei mir? Das Biskobitz habe ich tot. Bin mir gar nicht sicher. Ich will jetzt auch mit den Kameras nicht hin und her schalten, weil ich möchte mal die Position hier behalten. Die passt eigentlich ganz gut. Aber kann gut sein, dass es bei mir ist. Die anderen Stationen kenne ich jetzt ein bisschen zu wenig. Na gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn er gerade wieder da ist. Sonst ist hier erstmal keine Action. So, unser Fahrer ist da. Sagen wir mal Hallo. Level 6, da sollte man ein bisschen Plan haben vom Fahren. Hier sehe ich ihn halt noch nicht. Das ist Elon 19771. Okay. Oh, scheiße. Ich sehe gerade, ich habe den falschen Namen drin. Ich bin eigentlich TW. Nein, nicht verlassen. Einfach nur T. Holy shit, das ist mir die ganze Zeit nicht aufgefallen. Oh Mann. Gut, Stare Lipovo will der, hat ein SBL da am Anschluss. Ja, wir warten noch ein bisschen, bis er da ist. Wir könnten uns eigentlich da vorne hinstellen. Ohne dass wir überfahren werden. Andererseits machen wir das mal hier unten, weil die Lok müsste dann eigentlich hier so anhalten. Unter 3.
Obwohl er da 14 nach und Halt hätte gehabt. Ich glaube, der hat da nicht gehalten. Na gut. Und hier auch noch nicht sichtbar. Löst das erst dann auf, wenn er bei mir ist. Komm schon, du schaffst es. Es hört sich halt echt so an, als wäre er gerade in der Nähe, aber der ist noch so weit weg. Das Fenster zumachen, ganz schön kalt. Hab mal gehört, das hat im Winter so an sich, dass es frisch ist. Er wird langsamer. Oh, und jetzt sehe ich ihn auch hier. Finally. Ah, da hinten ist schon was. Er fährt ein. Ja, und da wird aufgelöst. Schön, die Einfahrt. Was war denn Screenshot? Settings, Bindy, F8 und F9. Okay. Okay, interessante Kombination. So, dann machen wir auf jeden Fall die Ausfahrt. Das war Starrelly Provo PK. Und da darf er auch fahren. Nice, schöner Zug. Also Custom-Builds von den Zügen sind schon immer wieder schön. Und es ist ja nicht alles so ein Einheitsbrei, wenn die Leute so rumfahren. Okay, einmal abstempeln. Oh, der ist sogar mit den Grünen unterwegs. Was ist denn da hinten? Speisewagen mit Trooper? Ja, schön wär's. Ah, da kommt schon der nächste. Flora. Moment mal. Warum bist du jetzt hier schon? Flora Woloska, der kommt erst um 9:40 Uhr. How about no? No? Also sicher nicht. Für 9:40 Uhr. Da kommt erstmal Zore und Kovalevo. Was glaubst du eigentlich? Nee. Hallo, ich hab gesagt nein. Was sitzt denn da? Level 8. Schreibt es sogar.
Nö. Das kommt gar nicht erst in Frage. So, dir gehen wir mal Dame nach oben. Das haben wir mal gemacht. Leute, also wenn ihr das schon vor Fahrplan schicken wollt, dann fragt vorher. Alter, nein. No, 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 no. Sicher nicht. Alter, was für ein Chaos. Da bin ich stur, das nehme ich einfach nicht an. So, unser Zug. Ist der schon draußen? Ne, der ist noch nicht draußen. Den sehe ich noch. Was sagt der Chat? You have a plant now. Ja, das ist schön. Aber ist nicht. Hätte der die Abfahrt. So. Wann kommt der Trabenitzki? Um 1:30. Ja, ich kann den anderen einfach nicht mit SBL doch annehmen. Das geht ja nicht. Er braucht ein halbes Jahrhundert, bis er da ist. Boah, man lustig gerade, Trabenitzki um 49. Ja, nein, kann ich nicht annehmen. Es macht sich besser, wenn du es zigtausend Mal probierst. Ist es einfach bei mir nicht. Alter, wenn wir jetzt echt eine Beschwerde reindrücken. Das wird jetzt noch spannend. Spannend, spannend, spannend. Und der Typ ist immer noch nicht weg. Sag mal, kannst du jetzt mal fahren? Da, Kovalevo. Nice. Wenigstens etwas. Plus, plus. Wobei Kovalevo ist jetzt vor dem 11.03er. Ah, Schande. Gut, Ausfahrt blinkt. Kovalevo ist ein Express. Den können wir die genau gleiche Einfahrt geben. Gut, das ist dann der hier, der 8603er. Da soll ich mal durchbrettern. Jetzt ist halt der da oben hat delayed.
Okay, liebe Leute, wir machen mal wieder einen kleinen Cut, bis dann wieder was Interessantes gibt. Express ist da. Wunderbar. Ich muss das Mikrofon anders ausrichten. Entschuldigung, wenn es mal kurz lauter geworden ist. Okay, und der Express, der will nach Klokowice, BR 35. Können wir das schon mal einstellen? Klokowice, BR, ist gesperrt. Momentan. So, komm Express, gib Gas. Sollen wir hier mal die Sperre wieder lösen? So, Check is now. Ah, da kommt schon der nächste. Gehen wir dem da mal die Einfahrt. So. Was willst du? Einmal übersetzen. Da kommt Goda. So, übersetzen. Was willst du? Muss in 3 Minuten fertig werden. Okay. At the station and I delete you. RJ. Mann, was für ein Chaos da heute. Ja, gehen trotzdem meinen Daumen nach oben. Ich bin mal echt gespannt, ob es ein TT2-Forum da ein Ticket gibt. Aber Gott sei Dank habe ich in dem Fall so einen kleinen Videobeweis. Und auf den Stell. Ah, jetzt kommt er. So, 8603. Ich brauche noch mal ein Screenshot von TD2. Nur zur Sicherheit, später fürs Ticket. So, und dann werden wir das hier löschen. You can leave. So, der andere hat auch schon seine Ausfahrt. Immer wieder spannend hier so als Fahrdienstleiter. Gut, der ist weg. So, dann haben wir jetzt noch den 11003er, der jetzt hier bald kommt, der nach Glebosko fährt. Und 32, der ist verspätet. Und der unseren Güterzug da. Ja, das wird spannend. Den kann ich aber ruhig schon mal die Einfahrt geben.
kommt sonst nichts mehr laut Fahrplan. Ja, gut. Dann sehen wir uns, wenn der andere wieder da ist. Bis gleich. Okay, unser Zug ist jetzt da. Der 11.003. Sagen wir mal Vitam. Und den SWDR frage ich schon mal an, ob ich ihn weiterschicken darf. Nachdem er ja eine leichte Verspätung hat. Waren 7 Minuten. Ah, schlimm. Stell uns mal hier hin. Ah, sagt SWDR. Yes, I can. Lebus QGO. Gehen wir hier mal ins Stellwerk hier. Lebus QGO. Cool. Dann hat er hier theoretisch schon mal die Ausfahrt. Und fährt auch noch zu spät. Ah, zu spät. Ja, genau, er fährt zu spät. Ja, das auch, aber ich wollte eigentlich sagen, zu schnell. Komm, werden langsamer, ansonsten schreibe ich was. Ich will jetzt nicht auch noch eine Entgleisung hier haben. Da meldet sich der Bahnübergang. Geräusch, ne? Also ihr hört es gerade nicht, aber ständig dieses Hin- und Her-Geklackere. Er fährt jetzt mal so schnell, wie er eigentlich fahren darf. So, was war jetzt nochmal? Screenshot? Settings? F8, F9. Okay. Und da ist der nächste da. Na super. Du musst jetzt für den Arno anfragen. Kobalevo, wo bist du? Da bist du. So, und da ist der andere. Sie für sie. Too high speed. What the fuck? Und der andere hat ein Timeout. Was zum Fick? Alter Scheiße. Ganze Stress mit dass er dann pünktlich kommt. Alter, so, dir geben wir mal die Ausfahrt. Wer ist denn das jetzt? Ah, jetzt ist auch noch ein ECT da. Ah. So, hier muss ich mal das Signal zurücknehmen.
Ich warte mal, bis der davon wegfahren ist, dann tue ich die Fahrstraßen löschen. Hello, please, new timetable for train, Osoboje, EN57, 110. Hab jetzt eh nichts mehr drin. Der ist jetzt gerade abgefahren mit 12 Minuten Verspätung. Verstanden. Du kannst mal hier auf den Perron fahren. Was ist das da unten? Auf der Scheibe gleich. Jetzt schaue ich erstmal mit einem Fahrplan. Der fährt dann über Karaus dieses Mal. ECT fährt über K. Einmal schauen. So, da gehen wir jetzt mal kurz zum Plus Plus. Alles doofe Fahrpläne. 15.05 fahrt er die Abfahrt. 20 Minuten. 10 Minuten 15, 14, das ist noch viel später. 14.58. Fährt nach Onniki. Schauen wir mal, ob der okay ist für ihn. So, Fahrstraße aufgelöst. Jo, Welp Depart via Signal K6. Oder? K? Ja. Das ist eigentlich nur eine schöne Lackierung. Schauen wir mal, ob hinten alles okay ist bei ihm. Schaut gut aus. Okay, alles klar. Können wir hier schon mal auf Minus machen. Minus. Minus. Na, letzte Weichenpaar, komm bitte. Warum macht das nichts? Ah, jetzt. Wunderbar. Da muss noch der 11.003 verschwinden. Und dann ist das mein letzter Zug. Mit Abfahrt in 10 Minuten. Was geht mit ihm ab? Gut. Okay. Ja, liebe Leute. Ich würde sagen, wir machen einen letzten Schnitt mit seiner Abfahrt. Es hab sonst keinen mehr im Fahrplan hier drin. Das ist der letzte. Und dann war es das erstmal für die Episode. Was ein Abenteuer. Also, bis gleich. Okay, es ist soweit. Wir müssen uns mal um die Ausfahrt von dem Typen kümmern. Der fährt nach Krasznekavi, oder wie auch immer man das ausspricht. Ich mach das gerade mal. Anschluss KB ist drin. Einmal anfragen. Ja, noch hat er nicht angenommen. Ah, jetzt hat er. Wunderbar, dann können wir ihm dann gerade mal die Ausfahrt schon mal geben. Ja, die Bahnübergänge stellen sich auch gerade ein. Sehr gut. Ja, ich muss sagen, das Ganze heute hat etwas sehr ruhig angefangen, ist dann in Chaos geendet mit einer Ticketandrohung, mit einer Entgleisung. Ah, ja, das ist Train Driver 2 und da fährt er auch ab. Schön pünktlich. Ja, wobei, es ist noch 7.50 Uhr.
Und da ist er weg. Sagen wir nochmal alles Gute. Gute Fahrt. Auf bald. Daumen nach oben. Hat mich gefreut. So, nochmal ein Screenshot. Ja, hoffe, euch ist auch gefallen. War wirklich ein Abenteuer. Irgendwann mal dann wieder im Livestream. Muss ich echt mal machen, aber Livestream und Stellwerken, das ist stressig. Vielleicht bei SimRail, da finde ich es irgendwie nicht so stressig. Mal gucken. Also, bis bald und gute Fahrt und passt auf. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.